ich bin's wieder, Chris. Und um als Affiliate mehr Provision einzunehmen, ist es ja wichtig zu wissen, welche Trafficquelle und welcher Inhalt für einen Affiliate-Link am besten funktioniert. Und bei Digistore geht es ja zum Beispiel mit dem Campaign-Key am Affiliate-Link hinten, bei Copecard mit dem Tracking-Schlüssel und bei Avin eben mit den Klick-Parameter hier. Ja, und dazu können wir hier in unserem Avin-Account bei Tools reingehen und dann hier bei Linkbilder. So, hier können wir uns dann jetzt erstmal unser Affiliate-Programm raussuchen, für das wir den Link erstellen möchten. Ja, können dann hier noch eine bestimmte Ziel-URL eingeben und dann jetzt hier eben den Klick-Parameter auswählen. Ja, wie ihr hier bei Awin ja, euch an solchen Affiliate-Programmen teilnehmt, dazu habe ich schon mal ein extra Video gemacht, unsere Awin-Tour, verlinke ich euch mal beim i. Ja, und jetzt haben wir hier die Klick-Parameter. So, und hier könnt ihr jetzt irgendeins davon nehmen, ist eigentlich ziemlich egal, ich nehme jetzt hier einfach mal Kampagne. Man kann auch mehrere nehmen, aber ja, ich brauche eigentlich meist immer nur eins, wird sonst zu kompliziert. Aber man kann ja auch komplexere Sachen mitmachen und mehreres kombinieren. Ja, eins reicht erstmal. So, und jetzt kann ich hier eben entweder sagen, ich möchte ja an den Link die Trafficquelle anhängen. Zum Beispiel, wenn ich den Affiliate-Link unter meinem YouTube-Video poste, würde ich jetzt zum Beispiel einfach mal YouTube reinschreiben. Oder wenn ich es natürlich noch genauer wissen möchte, dann kann ich jetzt hier auch reinschreiben das genaue YouTube-Video zum Beispiel. Also jetzt der, würde ich dann hier halt den ja, gekürzten YouTube-Titel quasi eintragen von dem YouTube-Video, wo ich den Link drunter gepostet habe. Und gehe dann jetzt hier mal auf, ich sage jetzt mal zum Beispiel hier YouTube Awin Video als Beispiel, das genaue Video eben. Und gehe dann jetzt hier auf Link generieren. Und dann sehen wir jetzt hier, dass hier hinten an dem Link als Kampagne eben ja das angehängt wurde. So, dann können wir uns den rauskopieren. Ja, es geht auch noch anders. Falls ihr euch hier immer bei euren Programmen, also hier bei Advertiser, meine Programme, und dann geht ihr auf das Affiliate-Programm. Und dann auf Werbemittel, dann gibt es ja hier die Textlinks. Und bei diesen Textlinks können wir uns ja hier auch den Affiliate-Link rauskopieren. Und da ist ja jetzt hier hinten auch die Click-Ref hinten dran. Das ist dann das gleiche wie hier diese Click-Referenz. Und da können wir auch bei jedem Affiliate-Link von Awin, wo hinten hier Click-Ref ist gleich steht, können wir eben selbst noch hinter das ist gleich auch ja, unsere Trafficquelle zum Beispiel oder eben unseren genauen Inhalt eintragen. So, genau. Also das funktioniert auch, dass man das da so selbst noch dranhängt. Und ja, dann, wenn ihr eine Provision gemacht habt über einen Affiliate-Link, dann können wir hier bei Reports reingehen, bei Awin, und dann hier auf Transaktionen. Und jetzt sehen wir hier zum Beispiel von einem Affiliate-Programm eine Provision und würden dann jetzt hier halt in der Spalte Klickreferenz genau sehen, aha, von dieser Trafficquelle kam jetzt die Provision, also zum Beispiel jetzt hier. Unter dem YouTube-Video hat jemand auf den Affiliate-Link geklickt, also aha, es kam von YouTube. Das Coole ist bei Awin, da steht, die tun das meist schon automatisch mit tracken und in der Spalte URL seht ihr dann meist schon, von welcher Seite es kam. Also hier sieht man da jetzt auch schon, es kam von YouTube. Aber wenn man es natürlich noch genauer, wie gesagt, wissen will und wir haben das genaue YouTube-Video zum Beispiel oder die genaue E-Mail, die wir verschickt haben im E-Mail-Marketing zum Beispiel, da hinten dran gehangen an den Link, dann würden wir jetzt hier bei Klickreferenz sehen, aha, genau dieses Video über das wurde gekauft und das funktioniert besonders gut oder über diese Mail. Ja, und das ist halt ziemlich cool, weil wenn wir jetzt hier zum Beispiel sehen, ja, über den Affiliate-Link wurde 10-mal was über YouTube gekauft oder über ein bestimmtes YouTube-Video und nur ein einziges Mal was zum Beispiel über Instagram.
dann kann man sich natürlich fragen, macht es nicht mehr Sinn, dann sich mehr auf YouTube zu fokussieren, um da eben, ja, weil es halt da anscheinend besser läuft und da noch mehr Ergebnisse zu erzielen. Und das ist da halt sehr schön, um das herauszufinden, was da richtig gut funktioniert, welche Traffic-Quelle oder eben welcher Inhalt genau. Und ja, natürlich kommt es auch noch darauf an, was euch Spaß macht. Zum Beispiel, es kann natürlich sein, ihr habt jetzt hier über YouTube deutlich mehr Verkäufe als über Instagram, aber ihr sagt, Instagram macht mir deutlich mehr Spaß. Ja, finde ich, ist Spaß auch immer ein wichtiger Faktor. Aber oft ist es ja auch so, dass einem das am meisten Spaß macht, was am besten funktioniert. Deswegen auf jeden Fall immer wertvoll, mal hier auch einen Blick reinzuwerfen und diese Klickreferenzen hier eben für die Affiliate-Links zu nutzen. Ja, so einfach geht es auch schon. Schreibt gerne mal in die Kommentare unten rein, ja, ob ihr das nutzt, solche Kampagnen eben an eurem Affiliate-Link, dass ihr genau wisst, wo genau wurde jetzt über den Affiliate-Link gekauft und wo kam der Käufer eben her, von welcher Traffic-Quelle, von welchem Inhalt. Und wenn ihr ja mehr solche Tipps zu Awin sehen wollt, um da eben mehr Provisionen zu verdienen, dann schaut gern hier in unsere Awin Affiliate Playlist rein, die verlinke ich euch beim i und in der Videobeschreibung. Da findet ihr mehr solche Videos, zum Beispiel auch als letztes meine Top 5 Awin Affiliate Tricks für mehr Provisionen. Und wenn ihr noch mehr solcher Affiliate Hacks haben wollt für noch mehr Provisionen und um teilweise auch ein passives Einkommen aufzubauen, dann verlinke ich auch noch unsere neuen Affiliate-Sipstream-Hacks in der Videobeschreibung und beim i. Da bekommt ihr dann hier noch einige Boni auch dazu und schaltet dann hier auch unser Affiliate-Trainingslager frei, wo ich uns dokumentiert habe, was mir geholfen hat, von 0 auf bis zu 226 Euro Provision am Tag zu kommen. Gut, dann wünsche ich euch viel Spaß und viel Erfolg und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Chris.